Hi Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijabloss. Herzlich willkommen zu dem ersten Video 2024 und zu dem ersten Video nach meiner Geburt. Am 22. Dezember ist nämlich meine Tochter 4 Tage früher auf die Welt gekommen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr Interesse an einem Geburtsbericht habt oder mehr Details haben wollt. Wenn ja, könnt ihr gerne Fragen unter hier diesem Video in den Kommentaren stellen und dann kann ich gerne ein Update machen. Aber wie versprochen und viele haben sich das gewünscht, kommt ein Teil 2 meines Babyzimmer-Makeover oder nennen wir es Babyzimmer-Room-Tour. Da habe ich euch ja beim ersten Teil mitgenommen, falls ihr das nicht gesehen habt. Da haben wir hier zusammen entrümpelt sozusagen. Es ist immer noch kein 100%iges Babyzimmer. Wir haben hier noch Bücher und Arbeitsmaterialien, wie zum Beispiel ein Drucker und ja, andere Papierkram-Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist es das Zimmer unserer Tochter. Und jetzt möchte ich im Detail darauf eingehen, was woher ist und was wir gemacht haben. Starten wir direkt mit meinem Lieblingsbereich. Und zwar hier, wo ich mein Stillkissen, meine Kissen und hier diese richtig schöne Leuchte habe. Schaut mal, diese Lampe kann man so, wie man möchte, verstellen, drehen. Und ja, die verkaufe ich gerade auch auf eBay, falls ihr Interesse habt. Da hatte ich damals nämlich 2 Stück mitgenommen. Den einen habe ich jetzt hier benutzt, den anderen habe ich auf eBay inseriert. Aber ja, kommen wir jetzt zu den Details. So liebe ich es am meisten, Leute. Aber ihr müsst wissen, einige Sachen werde ich noch abändern, da mein Baby noch super klein ist und wir eigentlich sozusagen das Zimmer hier kaum bis nie benutzt haben und benutzen, habe ich noch einiges, was ich ändern werde. Wie zum Beispiel diese Kerzen, die bleiben definitiv nicht so. Es ist ja nicht babygerecht, dass man hier so Kerzen hat, aber ich liebe diesen Style. Da habe ich diese Kerzen aus Action mitgenommen. Das sind ganz normal 2 Vasen, die ich mit den beiden Kerzen befüllt habe. Like Ikea oder Sarah Home Kerzen kennt ihr ja bestimmt. Das, was ich euch aber definitiv empfehlen kann, sind diese Baby-Lichter. Leute, davon habe ich 2 Stück. Eins hatte ich geschenkt bekommen, das hatte ich auch geschenkt bekommen vor Jahren, aber da hatte ich das zur Seite gestellt und ich wusste gar nicht, dass ich Mama werde und dass ich das irgendwann benutzen werde, aber schaut mal. Also es ist eine richtig süße Katze, passt einfach extrem zu mir und wenn man die abstellt, kann man wechseln zwischen Farben oder komplett ausschalten. Also einschalten, bunt und ausschalten. Das ist einfach super, 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 super einfach, falls man am Abend oder spät nachts stillen möchte und niemanden stören möchte und das Baby nicht komplett wach sein soll und ja, zwischen Schlaf und Nichtschlaf trinken soll, finde ich solche Lichter am besten. Alles andere ist blöd, Handylicht und alles andere ist wirklich blöd. Ich habe noch eins davon geschenkt bekommen, da muss man nur so reindrücken und schon ist der eingeschaltet. Sowas ist wirklich ideal. Falls ihr sowas nicht besitzt und bald ein Baby erwartet, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Kommen wir zu dem schönsten Teil und zwar zu dem Sessel. Den haben wir beim ersten Teil zusammen gekauft. Ich war ja extra dafür in Niederlande. In Niederlande kosten diese, heißen die Jysk, genau, Jysk Produkte, Artikel, alle 20 bis 25 Euro weniger. Oder sogar 30 Euro weniger, glaube ich. Hier kostet alles ja, dementsprechend 30 Euro circa mehr. Den haben wir in einer anderen Größe kaufen wollen. Den werde ich euch auch verlinken. Falls ihr einen etwas größeren Raum habt für euer Baby, würde ich den anderen empfehlen, weil den fand ich wirklich viel, viel bequemer. Der ist aber auch bequem, Leute. Schaut mal. Ist auch schön bequem. Also ich sitze sehr gerne. Ich muss sagen, meine Katzen liegen auch sehr gerne hier drauf. Und ja, ich liebe es, dass es so Teddyfell ist. So Ohrensessel / nicht wirklich. Das ist so ein bisschen kleiner gehalten und passt einfach in kleinere Räume wie hier. Ich werde euch so gut wie möglich alles verlinken. Auch der hat hier, passend zu dem Sessel, habt ihr auch einen Hocker. Und ich habe mich gegen den Hocker entschieden, weil er 70 Euro kostet und weil ich eh schon etwas von Action hatte. Und ich dachte mir so, passt zwar nicht farblich 1:1, aber reicht. Und zwar hier dieser Teddyfell-Hocker von Action für 10 Euro. Vielleicht kann man das nicht so ganz erkennen. Es ist wirklich ein
ganz minimaler Farbunterschied, also so ganz, ganz, ganz minimal. Sorry wegen den Nagel, wegen meinem Nagellack, Leute. Ich habe es einfach nicht zeitlich geschafft, aber naja. Ja, und das Coole ist, dass er auch Stauraum hat. Schaut mal hier, es ist alles, was fast 70 ist. Moment hier. Zu groß ist, also was noch Größe 70 ist und noch lange, lange Zeit braucht, bis sie das anzieht. Schön gewaschen meistens. Aber ihr habt gesehen, da war jetzt eins mit Etikett. Aber im Großen und Ganzen sind alle schon gewaschen und warten, angezogen zu werden. Schaut mal, das ist zum Beispiel die Größe 62. Also alles, was mit 60 und 70 zu tun hat, ist hier drin. Aber ihr merkt, ich habe gar nicht so viel. Kommen wir zu dem Teppich. Ich liebe, 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 liebe es. Ich finde, die Farbkombination ist sehr schön. Mal etwas mehr Farbe und nicht nur Pink. Blau finde ich sehr schön. Und ich liebe es, dass das so rund ist. Ich finde sogar, dass diese Sitzecke dadurch richtig schön abgerundet wird. Deswegen habe ich unbedingt einen runden Teppich gesucht. Den habe ich aus Benuta, müsste das sein. Aber wie gesagt, ich verlinke euch alles, was ich verlinken kann, bis auf sowas. Wenn es aus Action ist, kann ich es ja nicht verlinken. Vielleicht finde ich aber immer eine Alternative. Bei den beiden Kissen handelt es sich um einmal eine schöne Blume und ein Katzenmotiv. Den müsstet ihr eigentlich kennen. Den haben wir aus Action zusammen mal geshoppt. Und hinten seht ihr so ein Cord Blume. So eine Daisy. Und sieht sehr schön aus Temu. Auch das werde ich euch verlinken. Fand ich einfach sehr süß und spricht mich extrem an. Hinten ist unsere Decke auch aus Action. Bei meinem Kallax-Schrank habe ich nur zwei weitere Körbe gekauft. Das alles ist Jasens Bereich für die Schule und das genauso. Da hier drin werde ich immer was verstauen, was ich noch benutzen möchte, auspacken möchte. Wie hier zum Beispiel möchte ich noch Tom und Jerry Puzzle zusammen puzzeln. Und ein Spiel aus Action wollte ich eigentlich unbedingt ein TikTok mit Jasen zusammen drehen. Ja, schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr sowas feiert oder ob ihr das blöd findet oder ob ich das nicht machen soll. Ich hätte aber richtig Lust, das zu spielen. Ich bin eine richtig krasse Spielmaus, Leute. Also ich liebe super gerne Spiele und ich treffe mich super gerne mit Freunden und spiele sehr gerne. Das ist, wie gesagt, auch für die Arbeit. Das hier kennt ihr eigentlich. Das war ursprünglich geplant, hier aufzuhängen. Habe ich immer noch nicht geschafft. Ich zeige euch mal, wie das aussehen soll am Ende. Kommen wir zu der Kommode. Das ist eine richtig alte IKEA-Kommode, die leider aktuell so nicht mehr verkauft wird. Die war ja aus Holz. Die hatte ich auch im Schlafzimmer benutzt und sehr gerne für Kopftücher. Ich habe aber jetzt dort einen Packschrank, einen riesen Packschrank und meine Schminke und alle Pflegeprodukte habe ich dort etwas besser sogar verstaut. Also da habe ich jetzt eine bessere Lösung. Und jetzt habe ich so gut wie möglich habe ich in diesem Zimmer versucht, meine bestehenden Möbel beizubehalten und aus denen was zu machen und die umzugestalten. Wie zum Beispiel das hier aus Holz aus meinem Schlafzimmer ist zu einem Baby Kommode, ja eigentlich auch direkt Kleiderschrank geworden, weil meine Tochter besitzt keinen Kleiderschrank mit Kleiderbügel, also ich kann nichts aufhängen. Werde ich vielleicht die Tage irgendwann mal, wenn sie etwas älter ist, ändern, aber jetzt wollte ich erstmal so eine Notlösung oder so eine kurze Lösung oder eine, ja, so, ich wollte es einfach so überbrücken. Im ersten Teil habe ich euch gezeigt, welche Wandfarbe es geworden ist. Da haben wir uns zusammen entschieden. Und eigentlich sollte man ja Holz mit extra Holzlack bestreichen. Ich habe es einfach ganz normal mit der Wandfarbe gemacht. Irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, werde ich es mit einem Klarlack noch bestreichen. Ja, so viel zum Thema. Ich habe es gestrichen, das war meine Freundin. Ich war hochschwanger, ich saß dort wirklich auf dem Sessel und habe nur zugeguckt oder habe währenddessen ein Video bearbeitet. Das waren Tage. Ja, sie hat das richtig schön für uns gestrichen. Bevor ich die einzelnen Schubladen euch zeige ich euch mal, was ich hier alles da über der Kommode habe. Ihr müsst wissen, es ist definitiv nicht fertig. Es ist eher so ein Abstellbereich geworden, aber ich mag es trotzdem. Also die einzelnen Teile finde ich sehr süß. Einmal kommen wir zu der Leuchte. Schaut mal, wie
krass harmoniert sie bitte mit der Farbe. 1:1 die gleiche Farbe, finde ich. Das ist eine Lampe, eine Stehlampe aus H&M. Die hatte ich aber wirklich vor 2 Jahren schon gekauft, ausgepackt und wieder eingepackt und vergessen, dass ich sie besitze. Und hier in diesem Abstellzimmer irgendwo gelagert. Und dann, als ich gestrichen habe mit meiner Freundin, habe ich gemerkt, das ist hier 1:1 die gleiche Farbe. Muss ich definitiv hier im Babyzimmer benutzen. Da fehlt mir aber noch die passende Glühbirne. Das ist so eine LED-Glühbirne. Ich finde diese Spieluhr mit den Häschen so süß. Also man dreht sie. Dementsprechend könnt ihr dann die Melodie hören. Umso mehr ihr dreht, desto mehr. Der ist aus Action, Leute. Finde ich sehr süß. Passend zu meiner Tochter extrem. Ich habe die leider nur in Grau ergattert, aber ich finde, das passt gerade sehr gut. Den hätte man aber auch in Blau und Pink noch haben können. Wie gesagt, ist aus Action sehr, sehr, sehr süß, finde ich. Du bist auch sehr, sehr, sehr süß. Okay, meine Tochter heißt... Nee, verrate ich erstmal noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Aber es fühlt sich so gerade richtig an. Etwas mit H. Aber das hier werde ich euch definitiv nicht verlinken. Das war nämlich ein Fehl. Auf einer Instagram-Seite habe ich das gesehen und ich dachte... Für 35 Euro ist das so groß, dass ich das da hinstellen kann. So ein riesen Kissen, dachte ich, so schön kuschelig, aber war es nicht. Als das ankam, für 35 Euro war ich echt enttäuscht. Der ist so groß wie meine Hand. Aber naja, kann man nichts machen. Hätte ich einfach die Maße ablesen müssen. Blumen und Vase passt einfach nicht hier hin. Aber ja, ich wusste nicht, wohin damit. Deswegen steht sie jetzt gerade hier. Die beiden kennt ihr ja. Macht einfach gute Laune. Und meine süße Katze genauso. Leute, ihr müsst denken, das alles bleibt letztlich so, aber ich wollte es einfach hier abstellen. Das Bild ist auch aus meinem Wohnzimmer, aber weil das hier farblich so gut passt, habe ich es jetzt dort angelehnt. Dann haben wir hier die Toni-Box. Hätte ich nie gedacht, meine Mädels haben mir das geschenkt und ich habe mich extrem, extrem gefreut, Leute. Also ich habe mich extrem, extrem gefreut. Erstmal, weil das pink ist. Zweitens, weil ich das auch mal irgendwann mal kaufen wollte. Aber ich dachte, das ist noch zu früh. Was macht der denn da? Hey, der liegt ja Pürback. Habt ihr das gesehen? Ja, das Leben mit einer Katze. Schon haben wir ein Loch. Aber naja, ja, die Mädels haben, die Tanten haben das meiner Tochter geschenkt. Und ich finde es cool, dass sie das jetzt schon hat, weil man kann schöne Lieder selber auf Kreativ-Toni-Figuren runterladen. Türkische Schlaflieder zum Beispiel, ja, und andere Sachen oder sogar Koran. Dann haben wir das hier. Hier ist gerade 17 Grad, Leute. Es ist, wie gesagt, ein Zimmer, was wir gerade nicht so benutzen und nicht heizen. Das hier nehme ich mit und benutze das immer im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Ich wollte es euch aber trotzdem zeigen, weil es einfach sehr süß aussieht und eine 100% Empfehlung ist, was ich euch auch, wie gesagt, unten in der Infobox verlinken werde. Ich kann euch ja mal so zeigen, was wir alles hier drin haben. In den Kommoden haben wir schon alles sehr schön eingerichtet. Die erste Schublade ist komplett fürs Wickeln. Fanta findet das gerade auch sehr interessant. Hier zum Beispiel Unterlagen, Windel, Windeltüten, ein paar Stillunterlagen, und ganz viele Feuchttücher sind hier. Mehr habe ich hier eigentlich gar nicht. Links daneben befindet sich eigentlich hier alles, was Spucktücher angeht und ganz viel was für die Schnuller. Leute, einmal bei den Spucktüchern, da hat man nicht genug welche, aber ich muss sagen, meine Tochter ist noch keine kein Spuckkind. Ich könnte sagen, so gut wie möglich, dass sie gar nicht sabbert und gar nicht sich übergibt, aber das kann sich ja noch ändern. Trotzdem habe ich hier genug. Diese beiden Bereiche sind ja richtig unnötig, ehrlich gesagt, weil meine Tochter keinen Schnuller benutzt. Wir haben es dreimal versucht und ja, sie möchte es nicht benutzen, deswegen ja, brauchen wir das eigentlich auch gar nicht. Interessanterweise ja, werde ich es höchstwahrscheinlich auf eBay oder so oder auf Vinted online stellen und versuchen zu verkaufen. Weil ich habe so süße Schnullerketten, die ich jetzt alle nicht benutzen werde. Ich war fest davon überzeugt, dass meine Tochter Schnuller annehmen wird, aber hat sie nicht. Meine ganze Sippschaft hat immer einen Schnuller benutzt, auch wenn viele meinen, dass das nicht gesund ist. Ich selber habe damals einen Schnuller benutzt, aber ja. Wir haben den von Nook benutzt, versucht zu benutzen, hat nicht geklappt und wir lassen es und wir kommen damit auch sehr gut klar. Dann habe ich auch noch sowas
Finde ich auch sehr süß. Habe ich schon einmal benutzt. Und zwar diese Wolken für die Meilensteine, nennt man das so. Für jeden Monat haben die sozusagen eine Wolke mit der Rückseite. Zum Beispiel werde ich als nächstes das hier benutzen. Ein Monat alt, zwei Monate und so geht es weiter. Weiter geht es hier mit der zweiten Schublade. Ihr werdet sehen und schockiert sein, da ist fast nichts, Leute. Das ist hier die Größe 56 und hier war die Größe 50. Da hatte ich fast gar nichts. Jetzt habe ich nur noch das hier, was meine Mama als erstes, das ist ihr Geschenk, was sie als erstes von der Oma bekommen hatte. Nur das habe ich jetzt nur noch in der Größe 50. Alles andere ist schon weg. Entweder haben wir es schon gewaschen oder sie jetzt schon getragen und ist es jetzt gerade auf der Heizung. Leute, auf die Empfehlung von einigen von euch, dass ich die Größe 50 nicht kaufen sollte, hat bei mir echt nicht geklappt, weil sie trägt die Größe 50 und gefühlt muss ich täglich zwei, drei Wäsche machen, also wechseln. Definitiv nicht aus. Es lohnt sich gar nicht, das hier reinzustellen, weil wir das waschen und direkt am nächsten Tag anziehen. Beim nächsten Baby werde ich das anders machen und die Größe 50 genug kaufen. Also nur zwei, drei Outfits war zu wenig und ich finde, die Größe 56 ist da auch zu wenig. Da werde ich auch noch nachshoppen, gerne. Dann die nächste Größe, das ist die Größe 60, müsste das sein. Ich guck mal, bevor ich euch was Falsches sage. Das haben wir alles mit meiner Freundin zusammen. Ach, hier steht nur zwischen 3 und 6 Monate. Mit einer Hand ist blöd. Aber schaffen wir schon. Eine Latzhose ist so süß. Genau, das ist die Größe 62. Könnt ihr das sehen? Das ist hier die Größe 62. Alles, was wir in der Größe 62 haben, haben wir hier. Also hier Wickelbodies. Und dann hier ein paar Outfits in der Größe 62. Habe ich euch ja gezeigt. Hier alles in 62. Bodies, Zweiteiler, Jacke. Und ihr merkt, auch hier habe ich eigentlich gar nicht so viel. Als ich alle Kleidungsstücke zusammen gezeigt habe, das war so ein Riesenberg, haben wir alle, ich und aber auch ihr, alle schockiert reagiert und gesagt, stopp, nicht weiter einkaufen. Aber Leute, ich habe wirklich nicht viel. Ich dachte, ich habe mehr. Deswegen freue ich mich die Tage jetzt wieder Baby shoppen, also online wieder zu shoppen. Und die beiden Bereiche werde ich euch jetzt nicht zeigen. Das sind so eher Abstellbereiche für die Sachen, die ich, obwohl kann ich euch zeigen, wirklich so, für Sachen, die ich jetzt erstmal nicht brauche, verpackt gelassen habe, wie zum Beispiel, das habe ich geschenkt bekommen, brauche ich erstmal lange nicht. Dann habe ich so ein Kissen, dann habe ich ganz viele solche Taschen, die ich erstmal nicht brauche, dann hier Bettzeug und alles, was wir erstmal nicht benutzen. Und hier habe ich Pflegeprodukte für mich, für meine Tochter, die wir auch erstmal aufgestockt haben. Direkt daneben haben wir ein Bett in den Maßen 70x140. Den haben wir von dem Onkel von meinem Mann geschenkt bekommen. Der ist an dem Tag gekommen, hat es auch aufgebaut und uns sozusagen geschenkt. Wir haben uns mega gefreut. Er hat mich nur gefragt, welche Farbe und ja, Holz, habe ich gesagt, passt am besten. Und ich bin super happy mit dem Ergebnis. Noch liegt sie nicht hier drin. Wie gesagt, es ist nur ein Babyzimmer, welches wir noch gar nicht wirklich benutzt haben. Aber ich denke, die Tage werden wir es irgendwann mal benutzen. Ich habe auch noch keine Babykamera. Ich habe mich aber für eine entschieden, die ich bald euch auf YouTube zeigen werde. Ja, ich finde es super schön. Unser Himmelbett ist aus Holland. Da habe ich euch auch mitgenommen an dem Tag. Das ist von diesem einen Shop. Werde ich euch alles unten verlinken. Matratze und Babybett ist aus Jysk. Diese süße Avocado ist ein Geschenk von unserer Tante, hat sie damals ins Krankenhaus mitgebracht und der hat mich immer so angelächelt vom Bett aus, deswegen möchte ich den nicht irgendwo anders lagern. Den möchte ich sehen, der erinnert mich an schöne Tage und ja, der heißt sogar Eco. Diese beiden super süßen Kissen habe ich aus Temu, werde ich euch auch verlinken, die sind super hübsch. Hier handelt es sich um einen Chico Windeleimer. Der ist super leicht zu bedienen und da braucht man nicht extra Tüten, einfach eine Mülltüte. Und hier einmal die volle Windel reinwerfen, zudrehen und dann ist automatisch geruchneutral alles zugedreht und man riecht nichts wirklich. Ich rieche hier gar nichts und ich kann euch das einfach nur empfehlen. Schaut mal auf eBay. Leute, die kosten nämlich 55 Euro und ich habe nur 15 Euro benutzt und ich habe den für 15 Euro aus eBay benutzt, aber super schön erhalten. Und da das Plastik ist, kann man es sehr schön reinigen und hat
man hat kein schlechtes Gewissen. Voilà. Das war's auch schon von meiner Seite, Mädels. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Wir lieben es. Es ist super, super, super süß, meiner Meinung nach. Und super girly. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie üblich, inshallah, am Donnerstag. Drückt mir die Daumen, dass ich es hinkriege. Mal gucken. Falls ja, dann versuche ich ein Haul online zu stellen. Wobei ich auch meinen Zweiteiler verlinke.